des Rathauses herzlich willkommen zu einem Vortrag mit oder von Christian Felber unter der Überschrift Gewinn gegen Gemeinwohl, wenn Geld und Märkte in einer Gemeinwohlökonomie wieder den Menschen dienen. Die Idee einer Gemeinwohlökonomie, in der Kooperation und das Streben nach Gemeinwohl zu Anreizen für wirtschaftliches Handeln werden, ist maßgeblich von Christian Felber entwickelt worden. Welches Wirtschaftsmodell sich mit diesem Begriff der Gemeinwohlökonomie verbindet und welche ethischen Implikationen dieses Modell auch in sich birgt, wird er uns in seinem Vortrag vorstellen und erläutern und dann im Anschluss auch mit uns diskutieren. Christian Felber ist, wenn man nach ihm im Internet so vielseitig unterwegs. Wir haben ihn heute eingeladen als einen wichtigen Kritiker einer ungehemmten Globalisierung und ihrer Folgen. Christian Felber ist Mitbegründer von Attac Österreich und von daher auch eng mit dem Globalisierungsthema verbunden. Zu dem Thema heute Abend hat er auch unter dem Titel Gemeinwohlökonomie ein Buch verfasst, in dem man sicherlich auch hinterher noch einiges nachlesen kann, was heute Abend vielleicht aufgrund der begrenzten Zeit zu kurz kommt. Wir als Veranstalter freuen uns jedenfalls, dass es uns gelungen ist, Sie, Herrn Felber, hier nach Kassel einzuladen. Wir haben uns dafür zum Stichwort Kooperation als Anreiz für gemeinsames Handeln zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Und ich nenne Ihnen einmal die Veranstalter, von denen dieser Abend heute getragen wird. Das ist einmal die Arbeitsgruppe Grundeinkommen Kassel, dann das Anthroposophische Zentrum Kassel, die Attac Regionalgruppe Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, das Evangelische Forum Kassel und die Katholische Kirche Kassel. Allen danke ich für die gute gemeinsame Arbeit. Es hat jeder bei dem Planen für diesen Abend seinen Teil beigetragen, aber auch Sie haben die Gelegenheit dazu, etwas beizutragen, nämlich bei der Finanzierung der ganzen Sache. Wir bitten Sie deshalb am Ausgang um eine Spende, damit wir die fehlende Lücke bei der Finanzierung noch schließen können. Bitte geben Sie je nach Vermögen großzügig. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Felber. Schönen guten Abend. Ein gefüllter Rathaussaal ist ein sehr schönes Erlebnis. Der Ort ist gut gewählt und vielleicht wird sich dieser Saal unter demselben Thema einer Gemeinwohlökonomie oder einer gemeinwohlorientierten Ökonomie in den nächsten Monaten und Jahren häufiger füllen, weil die heutige Veranstaltung ist begrenzt mit 21 Uhr. Einen ganz leichten Warnungsspielraum gehört. Und damit das dann nicht wieder vorbei ist, das wäre ja mal schade, habe ich heute eine kleine Vision mitgebracht, nämlich dass sich auch in Kassel ein Energiefeld, eine Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie bildet, die sich verschiedenste Ziele setzen kann in kooperativer Weise mit anderen Initiativen, die schon existieren. Und eine dieser Initiativen, die sie sich setzen kann, ist, dass Kassel zu einer Gemeinwohlkommune oder Gemeinwohlstadt wird, die einen demokratischen Wirtschaftskonvent mit Menschen aus der Region organisiert und die würden sich dann in Quartalsintervallen treffen, um den lokalen Beitrag zu einer zukunftsfähigen und demokratischen Wirtschaftsordnung zu liefern. Das Ganze könnte in den nächsten Jahren in hunderten oder tausenden Städten und Gemeinden Deutschlands, Österreichs, Italiens, der Schweiz bis hinunter nach Patagonien und bis hinauf nach Finnland überlegen derzeit Menschen in Gemeinden und in Städten einen solchen demokratischen Wirtschaftskonvent abzuhalten. Das heißt, alles, was heute nicht mehr ausgesprochen werden kann und nicht mehr zu Ende gedacht werden kann, das kann heute begonnen werden zu denken. Und
Das ist auch meine Einladung gleich zu Beginn. Dass Kooperation erfolgreich ist, ist hiermit bewiesen. Das Saal ist gefüllt und hinten, glaube ich, haben sogar einige Personen keinen Stuhl. Es sind hier, glaube ich, noch, ist dieser Stuhl frei? Weil ich sehe 4, 5 Personen, die stehen. Falls jemand unfreiwillig stehen sollte, geben Sie bitte ein Zeichen, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Stuhl hier. Da ist auch noch ein Stuhl frei, genau. Ja, da wird schon gefüllt. Wunderbar. So muss dann niemand unfreiwillig stehen. Das wäre schon ein erster kleiner Schritt in Richtung Wachstum des Gemeinwohls. Gut, ich werde mich aufgrund der begrenzten Zeit auf das Wesentliche fokussieren und ich bringe gleich eine Alternative mit. Ich könnte natürlich jetzt lang und breit über die Wehen und über die Probleme der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung sprechen. Ein Beispiel, ich bin zum TTIP, das Unfreihandelsabkommen zwischen der USA und EU, habe ich mich in den letzten Monaten tief hineingegraben in die Materie und bin jetzt zeitgleich mit dieser Veranstaltung in den österreichischen Abendnachrichten des österreichischen ARD, also bei uns heißt das ORF, zum TTIP. Aber hier bin ich, um eine Alternative aufzuzeigen. Ich möchte gleich mit der Alternative beginnen. In der Diskussion, ich hoffe, dass wir wenigstens eine halbe Stunde da noch für die gemeinsame Diskussion haben, können wir selbstverständlich auch nochmal zurückgehen in die Analyse und brennende Problemherde gemeinsam betrachten. Eine alternative Wirtschaftsordnung, die gibt sich eine demokratische Gesellschaft nicht alle 2 Wochen, auch nicht alle 2 Jahre, die kommt in sehr großen Zeitabständen, aber derzeit scheint zum Zeitpunkt reif geworden zu sein, dass eine neue Wirtschaftsordnung von immer mehr Menschen gesucht wird. Es gibt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung und die steht ja nicht im Verdacht, die Speerspitze der postkapitalistischen Graswurzelbewegung zu sein. Und diese Umfrage hat ergeben, dass sich in Deutschland, wie viel Prozent der Bevölkerung glauben Sie, eine neue Wirtschaftsordnung wünschen? 60, 70, 88. 88, das ist mehr als der Verfassungsmehrheit. In Österreich, uns geht es ja noch ein bisschen besser, auf der Insel der Glückseligen waren es 90% der Befragten. Dann gab es offenbar Zweifel an dieser Umfrage 2010, also das war schon 2 Jahre nach dem Krisenausbruch. Und die Umfrage wurde wiederholt 2012 und es stand dann in Deutschland und Österreich je 81% der Befragten. Solche Mehrheiten muss man mal zustande bringen in einer Demokratie. Es wurde natürlich dann auch weitergefragt, okay, wir sind unzufrieden mit der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, aber welche Richtung soll die Reise gehen? Und da gab es 2 große Richtungsansagen. Viele Menschen wünschen sich eine sozialere Ökonomie mit geringerer Ungleichheit. Manche sehnen sich zurück zur sozialen Marktwirtschaft oder zum rheinischen Kapitalismus. Andere sagen ja, aber das Ökologische hat gefehlt. Wir brauchen unbedingt eine ökosoziale Marktwirtschaft oder noch einen Schritt tiefergehend eine Postwachstumsökonomie und jedenfalls aber eine nachhaltige Ökonomie. Wieder andere Menschen beschäftigen sich intensiv mit einer solidarischeren Ökonomie, wo der Fokus vom Wettbewerb und von der Konkurrenz schwenkt auf Kooperation und solidarisches Wirtschaften, auch demokratischeres Wirtschaften. Weil der Eiserne Vorhang ist 1989 nur zwischen Ost und West gefallen, aber nicht gefallen ist er zwischen der Demokratie und der Wirtschaft. Ich mache das hier. Er schläft immer wieder ein, wenn ich zu langweilig spreche, dann schläft er wieder ein. Aber ich versuche dann wieder spannender zu werden und dann lacht er von selbst wieder auf. Das geht von selber. Sie brauchen nichts machen, genau. Ja, und zwischen der Wirtschaft und der Demokratie hängt der eiserne Vorhang noch. Und auch hier sagen immer mehr Menschen, wenn wir nicht die Wirtschaft demokratisieren, dann können wir die Demokratie auch in allen anderen Bereichen abschreiben. Ein sehr bemerkenswerter Trend in den USA ist, dass sich die zeitgenössischen Politologen und Philosophinnen gemeinsam gegen die bisher als felsenfest stehende These, dass Kapitalismus und die Demokratie siamesische Zwillinge seien, diese These, die kehrt sich gerade um 180 Grad um und der Kapitalismus wird immer mehr als der Todfeind der Demokratie erkannt, auch von den US-amerikanischen Politologinnen und zeitgenössischen SchreiberInnen und DenkerInnen. Ja, und regionaleres Wirtschaften ist auch noch ein wichtiger Wunsch. Allein in Deutschland haben sich über 200 Transition Town Bewegungen gebildet in den letzten Jahren und sagen, das, was wir jetzt an Globalisierung vorfinden, ist schon ein zu großes Maß. Nichts gegen Globalisierung an sich, aber das Ausmaß ist bereits viel zu groß und deshalb ist auch jetzt noch mehr
Freihandel unter dicken Anführungsstrichen, es ist schließlich schlussendlich dann Unfreihandel, wäre ein nochmaliges übers Ziel schießen unter den falschen Vorzeichen. Wir brauchen jetzt nicht mehr freien Kapitalverkehr, nicht mehr freien Handel, nicht mehr grenzüberschreitenden Investitionsschutz, sondern wir brauchen jetzt eine nachhaltigere Ökonomie, eine sozialere, eine von geringerer Ungleichheit geprägte Ökonomie, eine solidarischere, eine demokratischere Ökonomie und eine Ökonomie, die die Menschenwürde tatsächlich respektiert. Weil es reicht nicht aus, wenn wir die Menschenwürde in den Sonntagsreden hochhalten, aber dann in den wirtschaftlichen Erfolgsindikatoren die Menschenwürde überhaupt nicht auftaucht. Das ist zu wenig. Und die Gemeinwohlökonomie, die bringt eine gute Nachricht. Sie sagt, wir müssen uns nicht entscheiden zwischen dem einen oder anderen Wert, den wir jetzt gehört haben, zwischen einer ökologischeren oder einer sozialeren, einer humaneren oder demokratischeren, einer regionaleren oder einer solidarischeren Ökonomie. Es darf von allem mehr sein als heute, sagen wir in Österreich. Und Gemeinwohl ist vielleicht nur der Überbegriff, der Summenbegriff, wenn unsere wichtigsten Bedürfnisse erfüllt sind und wenn unsere gemeinsamen Werte geschützt werden und dadurch gelebt werden können, auch in der Wirtschaft. Das ist der Sinn einer Gemeinwohlökonomie. Der Begriff Gemeinwohl ist uralt. Der erste, der ihn wirklich umfangreich beschrieben hat, war Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Aber, wie Sie sehen werden, hat sich dann dieser Begriff quer durch alle Strömungen der Gesellschaft erfolgreich etabliert. Er wurde auch von Diktaturen angeeignet, das sollte man dazu sagen und wissen. Sowohl die Nationalsozialisten haben mit dem Gemeinwohlbegriff prominent gearbeitet, als auch die realsozialistischen Regime, die zu Ende gegangen sind, haben ihn ebenso prominent verwendet. Aber das spricht nicht gegen den Begriff, sondern im Gegenteil, es spricht für seine Stärke und für seine Strahlkraft, so wie die Freiheit. Die Freiheit wird ja auch von jeder Diktatur angeeignet und im eigenen Interesse missinterpretiert. Und deshalb sollten wir aber nicht aufhören, nach der Freiheit zu streben oder nach der Liebe. Im Namen der Liebe wurden viele Morde verübt und deshalb sollten wir nicht uns von der Liebe lossagen. Und genau gleich sehe ich das mit dem Gemeinwohl. Und ich glaube, für die Wirtschaft ist das Gemeinwohl ein wunderbarer Oberbegriff, ein wunderbares Oberziel, in das sich dann unsere wichtigsten Werte von der Menschenwürde beginnend bis hin zur Nachhaltigkeit gut einordnen lassen. Das ist mein Bild von der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Die Wirtschaft sollte ein dienendes Werkzeug sein für die Gesellschaft, durch die sie überhaupt erst entsteht. Und deshalb sollte die Wirtschaft A, den Werten, die in dieser Gesellschaft gültig sind, folgen. Und die gleichen Werte sollten in der Wirtschaft hochgehalten und auch belohnt werden. Und B, die Wirtschaft sollte sich den demokratischen Regeln dieser Gesellschaft unterwerfen und diesen Folge leisten. Derzeit ist es in beiden Feldern umgekehrt. Die Wirtschaft entwickelt eigene Werte, obwohl sie nur ein Werkzeug ist. Und diese Wirtschaftswerte, die strahlen aus auf die gesamte Gesellschaft bis hinein in unsere privaten Beziehungen. Und zweitens machen die mächtigsten Wirtschaftsakteure die Regeln. Und die Parlamente unterschreiben die Regeln, die nicht von der höchsten Instanz, von der Bevölkerung kommen, sondern von den mächtigsten Lobbys kommen. Die Deutsche Bank und ihre systemrelevanten Kolleginnen schreiben die Bankenrettungsgesetze, designen die Bankenunion zuvor schon den EU-Finanzbinnenmarkt und die Parlamente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschreiben bereitwillig, was da von der völlig falschen Seite aus einer demokratischen Perspektive kommt. Und in der Wirtschaftswissenschaft wird der noch größere Kontext, nämlich die Ökosysteme des Planeten, die werden zum Teil überhaupt nicht berücksichtigt. Die aktuellen wirtschaftlichen Lehrbücher der Volkswirtschaft nehmen sich zum Teil aus wie mathematische Formelsammlungen. Kritisiert zum Beispiel Tomasz Jelaczek, einer der bekannteren zeitgenössischen Volkswirte, hat den Deutschen Buchpreis letztes Jahr für die Ökonomie von Gut und Böse gewonnen. Und das ist dasselbe Ergebnis, zu dem ich komme, als Nicht-Ökonom. Ich bin weder Betriebswirt noch Volkswirt und das bin ich deshalb nicht, weil das, was an den Universitäten als Wirtschaftswissenschaft angeboten wird, ist zwar sehr spannend, aber ein zu enger Betrachtungswinkel auf das
gesamte Wirtschaftsgeschehen. Ich habe mich immer für den größtmöglichen Betrachtungs-, immer für das Ganze interessiert und wollte deshalb auch Universalwissenschaften studieren. Und ging da unschuldig und naiv zu den Universitäten und habe gesagt, hallo, da bin ich und ich würde gerne Universalwissenschaften studieren. Yes, das kann man doch bei euch, heißt doch Universitäten, oder? Und die Universitäten haben gesagt, das ist für uns falsch, für uns kann man das nicht, für uns kann man tolle, tolle Sachen, Technik und Wirtschaft und das und Sprachen, aber universal, da bist du falsche Adresse. Und dann sage ich, ja, wieso heißt ihr dann so? Wieso heißt ihr dann Universitäten, wenn man dann das, was euer Name besagt, gar nicht studieren kann? Ja, das kommt von Universitas. Und Universitas, das ist die Einheit von Forschung und Lehre oder von den Lernenden und den Lehrern, aber da ist nichts dahinter. Ja, aber dann schau doch mal hin. In der Universitas, da steckt doch ein viel, viel tiefergründiges Wort, nämlich das Universum. Und das Universum ist seinerseits schon ein zusammengesetztes Wort, ein Kompositum, setzt sich zusammen aus Unum und Versum. Eigentlich genau, da klingelt es, da sollten wir wach werden. Unum Versum. Jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, dass wir nicht vereinzelte, einsame Individuen sind, das sind wir auch, aber gleichzeitig sind wir Teile von etwas größerem ganzen Teil, gleichzeitig sind wir Teile des Universums. Und Unum und Versum heißt eine einzige Verszeile. Sie alle und euch, wir sind alle Teile einer einzigen Verszeile. Das sagt das Wort Universum. Und das Universum steckt in der Universität. Und die Universität sollte dieser Heilige, Heil heißt nichts anderes als ganz und Unheil heißt nichts anderes als zerbrochen, dieser heilige Ort sein, an dem diese Erfahrung, dass alles eins ist, dass diese Tatsache, dass alles eins ist, erfahrbar gemacht wird. Und diese Erfahrung wollte ich machen. Mich hat interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann haben sie gesagt, nee, bei uns nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bitte benennt euch wenigstens um, damit ihr nicht die Menschen in die Irre führt. Und dann, die frustriert vor verschlossenen Toren stehen, benennt euch bitte um in Multiversitäten oder Polyversitäten und streng etymologisch in Perversitäten bitte, weil pervertere heißt im Lateinischen verkehre. Intimus, die Wahrheit, Logos, das Wort. Die Wahrheit des Wortes ist, dass heute das Verkehrte stattfindet an Universitäten, nämlich, dass nicht mehr das Ganze vermittelt wird und der Zugang zum Ganzen, sondern nur noch der Zugang zu den einzelnen, feinsäuberlich voneinander getrennten und hermetisch abgeschotteten Teilen des Ganzen. Das ist das Drama der Universität, das ist das Drama der Wissenschaft. Und ein Teildrama ist, dass die Ökonomie eine viel zu enge Schotte geworden ist und nach links und nach rechts gar nicht mehr blickt und selbst genügsam ist, was sich sogar überhöht zur Leitwissenschaft, dann wird sie ein bisschen zu selbstbewusst und sie hat vergessen, dass sie vor gar nicht allzu langer Zeit ein Teil noch der Moralphilosophie war. Nämlich vor 250 Jahren. Der erste berühmte Nationalökonom war von seiner Ausbildung her kein Ökonom, sondern er war von seiner Ausbildung her ein Moralphilosoph und ein Theologe. Sie wissen, dass ich von Adam Smith spreche. Und da hat sich die Ökonomie begonnen herauszulösen aus der Philosophie und auch der Ethik. Die Ethik ist ein Teilbereich der Philosophie. Und der Witz von Karl Kraus, Karl Kraus ist ein österreichischer Satiriker, er ruht bereits in Frieden, hoffentlich. Und er hat einmal einen Witz gemacht, ein Student ist ganz aufgeregt zu ihm gelaufen und sagt, Herr Kraus, was soll ich denn studieren? Und der Herr Kraus hat gesagt, ja, beruhig dich, schließ die Augen, auch auf dein Herz und das, was da kommt, das studier dann. Dann hat der Student gesagt, ja gut, wenn Sie das sagen, das ist mein Herz. Mein Herz sagt Wirtschaftsethik, ja, da musst du dich entscheiden. Und das ist ein sicker Witz. Und dieser Witz, der hätte vor 250 Jahren noch gar nicht funktioniert, weil die Wirtschaft und die Ethik, die waren noch eins, nämlich innerhalb der Philosophie. Und diese Verengung ist weitergegangen und vorangeschritten in der Bedeutung, dass sich die Volkswirtschaft mathematisiert hat und finanzialisiert hat und immer noch enger geworden ist und das Ethische und das Demokratische und das Ökologische und das Lebendige immer mehr aus dem Blick verloren hat. Und heute ist das Geld zum Mittelpunkt des Wirtschaftens geworden, sowohl der Wirtschaftswissenschaft als auch der real praktizierten Wirtschaft. Und um es kurz zu machen, sind wir heute nicht damit beschäftigt, dem Erkenntnisstreben zu frönen und die Erkenntnis zu finanzieren mit Steuermitteln, sondern wir sind damit beschäftigt, systemrelevante Banken mit Steuerbillionen, Milliarden sind zu wenig geworden, mit Steuerbillionen zu retten und den systemrelevanten Banken, anstatt sie zu zerteilen und zu zerkleinern, auch noch eine europäische Bankenrettungsunion zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das Solidaritätsprojekt EU gilt den systemrelevanten Banken, die es in einer Marktwirtschaft überhaupt nicht geben dürfte. All das ist Ausdruck dieser Verengung der Wirtschaftswissenschaft und dieser Fokussierung von allem auf
das Mittel des Wirtschaftens. Das Geld ist ja gut und hilfreich, wenn es denn dienen würde. Das Geld sollte ein Werkzeug zweiter Ordnung sein. Die Wirtschaft an sich ist bereits ein Werkzeug der menschlichen Gesellschaft und das Geld ist wiederum nur ein Werkzeug des Wirtschaftens. Idealiter sollte es so sein. Heute ist aber das Werkzeug zweiter Ordnung zum eigentlichen Zweck geworden. Probe oder Beweis dessen ist, wenn ich an eine wirtschaftsbildende Schule gehe und die 18-Jährigen oder 17-Jährigen frage, was ist der Zweck des Wirtschaftens? Was ist das oberste Ziel? Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Profit, Maximierung, genau. Dann frage ich, wer sagt das? Ja, das lernen wir so. Schon. Aber auf welche Textquellen, auf welche zeitlosen Weisheiten berufen sich denn die, die euch das so vermitteln und beibringen? Keine Ahnung. Es herrscht absolute Bewusstlosigkeit über die Begründung, warum denn das Geld oder der Gewinn oder der Profit oder die Mehrung des Kapitals das Ziel des Wirtschaftens sein sollte. Als Nicht-Ökonom habe ich die Freiheit eines unbegrenzten Horizonts und ich kann nicht nur in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern nachschlagen, sondern auch in anderen Textquellen. Und wie wäre es denn mit den Verfassungen demokratischer Staaten? Zunächst sagte ich, das ist ein Textfehler. Können Sie es lesen bis hinten? Ganz hinten können Sie es lesen. Ja, das ist gut. Genau. Es ist aber glücklicherweise kein Textfehler, sondern es ist das, was Sie hier lesen, das steht in allen Verfassungen demokratischer Staaten, in denen etwas über die Zielsetzung des Wirtschaftens steht. Es steht nicht in allen Verfassungen demokratischer Staaten etwas über die Zielsetzung des Wirtschaftens. In der österreichischen steht zum Beispiel gar nichts. Aber in sehr vielen Verfassungen demokratischer Staaten steht sehr klar, was das Ziel des Wirtschaftens und was das Mittel des Wirtschaftens ist. Und hier haben wir bereits eine erste Verkehrung, die die Gemeinwohlökonomie wieder gerade richten möchte. Das kann man sich so vorstellen. Heute Kopf steht, sollte morgen auf die Beine gestellt werden. Und das, was heute ein Nebeneffekt ist oder auch ein Mittel, ich produziere ein bisschen Gemeinwohl, damit ich meinen Profit maximiere, oder es fällt dann manchmal auch Gemeinwohl ab, wenn ich mein Kapital vermehre als freies Wirtschaftsunternehmen, das sollte umgekehrt werden, dass das Gemeinwohl der Zweck der wirtschaftlichen Tätigkeit, auch der freien wirtschaftlichen Tätigkeit werde. Und diese Gedanken in der Bayerischen Verfassung, die sind nicht neu. Die wurden von berühmten Gründern und Gründerinnen immer so exakt gleich im Wortlaut wiederholt. Der Herr Raiffeisen ist in der ganzen Welt bekannt und berühmt. Es gibt auf der Welt sehr viele Genossenschaften und in allen Genossenschaften dieser Welt sind mehr Menschen hauptamtlich beschäftigt unter Brot und Lohn als in allen transnationalen Konzernen zusammengezählt. Sie wissen, es gibt so fast 100.000 transnationale Konzerne, da zählt zum Beispiel die Deutsche Bank dazu oder verschiedene andere. Und die Genossenschaften geben heute mehr Menschen Lohn und Brot als alle transnationalen Konzerne zusammen. Die italienische Verfassung ist ein weiteres Beispiel. Bayern ist ja kein Nationalstaat, aber Italien schon. Und da steht zunächst auch eine wunderbare, dialektische Auflösung von einem sinnlosen Dualismus, nämlich dem sinnlosen Dualismus von Kapitalismus und Kommunismus. Beide Erfahrungen waren wichtig. Es war wichtig, dass wir die Übertreibung der Gesellschaft und die Übertreibung des Individuums erfahren haben, um zu erfahren, dass beides nicht das Maximum an Freiheit für alle bringt. Die Grundwerte sind von allerhöchstem Wert, nämlich eine solidarische, kohärente, gerechte und demokratische Gemeinschaft und Gesellschaft. Die brauchen wir. Aber wenn die in den Sozialismus überschießt, dann geht das auf Kosten der Freiheit des Individuums. Und umgekehrt, wenn die Freiheit und die Einzigartigkeit und dadurch die Kreativität der Individuen überhöht wird in den Individualismus oder in den Ego-Kapitalismus, dann wird damit das gesamte Beziehungsgefüge und eben auch die solidarische Gemeinschaft zerstört. Und es ist einfach, sich von den Ismen zu verabschieden. John Kenneth Galbraith, ein nicht so ganz bekannter US-Ökonom, hat gesagt, Kapitalismus ist ein Gesellschaftsmodell, in dem der Mensch den Menschen ausbeutet und im Kommunismus ist es genau umgekehrt. Und die Gemeinwohlökonomie versucht, auf dieser,
auf der Basis, auf dem Grund dieser historischen Erfahrungen eine Wirtschaft, die sowohl die Freiheit des Individuums, aber eben auch die solidarische Gemeinschaft im Auge behält, zu designen, indem sie die Werte, die Ziele und die Mittel des Wirtschaftens in eine glasklare Ordnung bringt. Wenn Sie heute nachfragen, einen Wirtschaftsprofessor an der Universität, was sind denn bitte die Werte und die Ziele und die Mittel des Wirtschaftens, dann werden Sie ein sehr ausgiebiges Stottern auslösen. Aber versuchen Sie es, es lohnt sich, damit wir möglichst viel Bewusstheit und Klarheit darüber erlangen, wie die derzeitige Wirtschaftsordnung beschaffen ist. Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass 90% der Menschen damit unzufrieden sind. Und dann kommen wir vielleicht in einem zweiten Schritt auf die Idee, wie eine intelligentere, weisere und ethischere und mit unseren demokratischen Grundprinzipien vereinbarere Wirtschaftsordnung gestrickt sein könnte. Das ist das Ziel der heutigen Übung. Zurück zur italienischen Verfassung. Die Wirtschaftsinitiative ist frei, aber die Wirtschaftsfreiheit ist wiederum kein Selbstzweck, sondern sie ist begrenzt. Sie ist begrenzt dort, wo die wirtschaftliche Freiheit das Gemeinwohl schädigen würde. Dort ist es vorbei mit der Freiheit. Das ist eine wunderbare Auflösung der Dialektik und im Absatz 3 steht es dann nochmal ausdrücklich das Allgemeinwohl als Ziel. Auch im Grundgesetz wissen wir, dass Eigentum kein bedingungsloses Recht ist, sondern ein bedingtes Recht ist. Das finde ich eine ganz wichtige Klarstellung des Grundgesetzes. Es ist halt nicht operationalisiert, aber was noch nicht ist, kann ja werden. In den meisten Verfassungen demokratischer Staaten steht ein Oberziel für das gesamte demokratische Staats- und Gemeinwesen und siehe da, es ist so gut wie überall das Gemeinwohl, die gemeinsame Wohlfahrt, in Liechtenstein ist es die gesamte Volkswohlfahrt. Ja, selbst in dem Staat, den viele von uns als den kapitalistischsten aller Staaten vermuten, finden wir schon in der Präambel der Verfassung der USA nicht nur eine Referenz auf die Gerechtigkeit als Verfassungswert. Das betone ich deshalb, weil es gibt sehr prominente Ökonomen, die uns davon abbringen wollen, nach Gerechtigkeit zu streben. Friedrich August von Hayek ist ein Beispiel. Er hat wörtlich gesagt, ich zitiere, Personen des öffentlichen Lebens sollen sich schämen, den Begriff der Gerechtigkeit jemals wieder in Munde zu führen. Ein zeitgenössischer österreichischer Mathematiker sagt, Gerechtigkeit gibt es nur im Film. Eine wunderbare Ermutigung von uns allen, über Gerechtigkeit nachzudenken und insbesondere nach gerechten Regeln und Gesetzen zu streben. Aber Gerechtigkeit ist nicht alles. Das Schlusswort hat das General Welfare. Wie könnte man das übersetzen? Ja, also wie Sie sehen, es gibt Einstimmigkeit in den Verfassungen. Und die nächste gute Nachricht, diese Tendenz, das Gemeinwohl sowohl als Ziel des Wirtschaftens im Allgemeinen, im Speziellen, als auch als Ziel des demokratischen Gemeinwesens im Allgemeinen zu definieren, diese Tendenz ist überhaupt nicht neu, sondern das war im Abendland immer so, ohne Bruch. Es war immer so, es war immer klar, was ist das Ziel und was sind die Mittel, seit Aristoteles. Und im Nicht-Abendland war es erst recht so. Also wenn eine Kultur verdächtig wäre, dass das Geld oder die Mehrung des Kapitals zum Zweck des Zusammenlebens bestimmt worden wäre, dann die abendländische Kultur. Aber bei uns ist es nicht so und in der nicht-abendländischen Kultur ist es schon gar nicht so. In Lateinamerika zum Beispiel gibt es die Philosophie des guten Lebens. La Philosophia del Buen Vivir hat es bereits geschafft, in die zeitgenössischen Verfassungen, die demokratischer zustande gekommen sind, als durch die postkolonialen Eliten, zum Beispiel in Bolivien oder in Ecuador oder in Venezuela. Und dort spielt das Buen Vivir eine ganz prominente Rolle, sogar die wichtigste Rolle in den zeitgenössischen Verfassungen. Aber auch im Buddhismus ist der Mensch eingeladen, jeden Schritt, den er tut, bei jedem Schritt das Wohl aller Wesen im Auge zu behalten, also ein gemeinwohlorientiertes Leben zu führen. Ja, und diese Zurechtrückung ist die erste. Und die zweite rückt die Werte, die in dieser Gesellschaft auch bereits vorhanden sind, auch auf den richtigen Platz. Ich wiederhole nochmal, die Gemeinwohlökonomie versucht, die Werte, die Ziele und die Mittel des Wirtschaftens in eine kristallklare Ordnung zu bringen. Und wenn man nach den Werten des Wirtschaftens Rückfrage hält, dann gerät man ins Schleudern.
Ich habe ein Buch geschrieben, weil mir die Werte der Wirtschaft sehr unklar waren. Da heißt es immer Effizienz und Leistung und Erfolg und Gewinn und Wachstum und Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit und Eigenverantwortung und Freiheit. Und mir wird es nicht unbedingt übel, aber ich komme sehr, sehr tief ins Grübeln. Was wollen wir diese Werte sagen? Was ist denn gemeint mit Effizienz? Wenn der Wald doppelt so schnell roden, ist dann die Wirtschaft effizienter geworden? Was ist mein Gewinn, wenn ich ein reicher Mann werde durch das Kahlschlagen des Regenwaldes oder durch die Einführung von Gentechnik? Bin ich erfolgreich, wenn ich meinen individuellen Nutzen vervielfache und gleichzeitig aber Menschen arbeitslos werden oder keinen Sinn mehr erfahren oder demotiviert sind in der Arbeit? Ja, Wachstum. Sprechen wir vom spirituellen Wachstum oder vom Wachstum der Lebensqualität oder von welchem Wachstum sprechen wir denn da bitte die ganze Zeit beim Staatsziel Nummer 1 und beim EU-Ziel Nummer 1? Ja, und Freiheit? Der gefällt mir, der Wert, aber was bedeutet er? Heißt Freiheit, dass es Freihandel geben muss, rechtsverbindlich, dass es freien Kapitalverkehr bis in die Steuerbasis geben muss, rechtsverbindlich und dass das Eigentum, die Eigentumsfreiheit geschützt wird, sogar von globalen Gerichten? Oder was bedeutet denn Freiheit und welche Freiheit ist die wichtigste Freiheit? Und da habe ich ein ganzes Buch geschrieben, Neue Werte für die Wirtschaft. Ursprünglich sollte es Wirtschaft und Freiheit heißen, als Antwort auf Milton Friedman, der Kapitalismus und Freiheit geschrieben hat. Und ich dachte, das geht ja gar nicht zusammen. Der versuchte einen Widerspruch zu vermelden und wollte deshalb die Antwort geben, wie müsste eine Wirtschaftsordnung beschaffen sein, damit sie tatsächlich die größtmögliche Freiheit für alle Menschen ermöglicht. Und dieses Buch wurde dazu Neue Werte für die Wirtschaft. Und da habe ich versucht, diesen Widerspruch einmal aufzuzeigen. Und aus dieser tiefen Analyse und Dekonstruktion, heißt das so schön, aus der tiefen Durchleuchtung dieser Wirtschaftswerte, hat sich dann fast plopp, popcornmäßig von selbst die Grobskizze einer alternativen Wirtschaftsordnung mir erschlossen. Und dieses Buch haben sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich gelesen, unter anderem diese ersten 12. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Felber, was Sie hier geschrieben haben, das ist genau das, was wir als Bauchgefühl in uns tragen. Wir haben es nur nicht in so klare Worte fassen können. Wir sind leidenschaftliche Unternehmer und Unternehmerinnen, aber im gegenwärtigen Rechtsrahmen und im gegenwärtigen Anreizrahmen fühlen wir uns immer unwohler. Wir würden gerne einen sinnvollen Beitrag zum Ganzen leisten und wir würden uns gerne menschlich und sozial und rücksichtsvoll und verantwortungsvoll verhalten. Das ist unser unternehmerisches Selbstverständnis. Aber je konsequenter wir das tun, desto größer ist unser Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist eine völlig perverse Anreizsituation. Und der Kern dieser aufgehenden Wertekluft zwischen den Wirtschaftswerten und den menschlichen Beziehungswerten, der hat seine Ursache in der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung. Und im Kern der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung sehen wir diese zwei Systemspielregeln, Gewinnstreben und Konkurrenz, als die zentralen Stellweichen des Wirtschaftens, der kapitalistischen Marktwirtschaft oder immer mehr kapitalistischen Machtwirtschaft, die das Handeln der Wirtschaftsakteure steuert und natürlich in eine bestimmte Richtung lenkt. Und die ist dafür verantwortlich, dass in der Wirtschaft tendenziell andere Werte gelebt werden als in unseren privaten Beziehungen. Das würde ich Sie gerne fragen. Welche Werte lassen Ihre privaten Beziehungen gelingen, wenn Sie es schaffen, diese Werte auch tatsächlich zu leben? Sagen Sie es? Vertrauen? Solidarität? Wohlwollen? Wahrheit? Wahrhaftigkeit? Wertschätzung? Fairness, Großzügigkeit, Verlässlichkeit, Treue, klare Kommunikation, Vergebung, Offenheit, Geduld, Teilen, Gleichwertigkeit, Gerechtigkeit, 16, Respekt, 17,
Wie? Flow. Der genussvolle Flow. Sehr schön. Dann nehmen wir das 18. noch dazu. Wahrscheinlich könnten noch mehr kommen, aber von den ersten 18 Werten, die hier von 200 Menschen auf oder 300 Menschen aufgezählt werden, hat jemand bei einem dieser 18 Werte innerlich ein Nein, da kann ich nicht ganz zustimmen, dass dieser Wert dazu beiträgt, dass Beziehungen gelingen. Gibt es nicht. Widersprechen ist doch das Lustigste, was es gibt auf der Welt. Es sind 300 Menschen mit 18 Werten im Konsens einverstanden. Das ist ein unmöglicher Zustand und unmöglicher statistisch ausgeschlossen. Und dennoch ist es keine Überraschung, weil so sehr wir überall unterschiedlicher Meinung sind oder auch andere in einer postmodernen Gesellschaft haben wir unterschiedliche Wertvorstellungen, aber bei den Beziehungswerten, die teilen wir. Nicht nur in Kassel, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Machen Sie die Probe aufs Exempel, schreiben Sie Ihre entferntesten Bekannten und Freundinnen an, in China, in Kenia, in Chile und fragen Sie, welche Werte lassen deine Beziehung gelingen? Und die Antworten werden überall die gleichen sein. Das haben Weltwertestudien ergeben. Und die nächste gute Nachricht, nicht nur wir haben ein gemeinsames Beziehungswertethos. Das ist doch schon mal eine großartige Information. Zweite großartige Information, das Gelingen von Beziehungen ist heute laut naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse, Gehirnforschung, das, was Menschen am stärksten motiviert und zur höchsten Leistung treibt, das führt in kleiner Augenzwinkern die Ökonomie, und zweitens das, was am verlässlichsten verantwortlich ist für menschliches Glück und Zufriedenheit. Und Leistung und Glück, das ist doch schon ziemlich viel. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlbewegung vor, dass wir das Gelingen von Beziehungen in allen Bereichen des Zusammenlebens fördern. Auch in der Wirtschaft. Dort keine Ausnahme dulden. Und deshalb müssen wir die Spielregeln des Wirtschaftens auf genau dieses Ziel hin überprüfen. Sind Gewinnstreben und Konkurrenz dazu geeignet, menschliche Beziehungen gelingen zu lassen? Ihrer Erfahrung nach, Ihrer Einschätzung nach, welche Eigenschaften und Werte werden durch Gewinnstreben und Konkurrenz systemisch provoziert, verstärkt und vielleicht sogar belohnt? Egoismus, Eifersucht, Neid, Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit, Hass, Misstrauen, Tunnelblick, Gier, Lüge, Gewalt, Verdrängung. Wie viele Funktionen gibt es in Kassen? Ausgrenzung. Ausgrenzung. Grenzung 12. Lüge. Wahnsinn 13. Ich glaube, das machen wir Schluss, oder? Dann stehen wir als Wahnsinn, kannst du ja. 13 sind ganz schnell genannt worden. Von diesen 13 Wirtschaftswerten, wie viele davon haben Sie auch vorhin gehört? Als Antwort auf die erste Frage. Schon wieder 0. Und wie viele positive waren dabei? Kein positiver? Also wenn wir hier ein Schulzeugnis verteilen für diese Wirtschaftsordnung, bei 13 negativen Werten, die hervorgerufen werden und 0 positiven, such mal bitte eine andere. Statt Gewinnstreben, Gemeinwohlstreben als oberstes das Ziel, ist unser Vorschlag. Nicht, weil uns der so gefällt alleine, das ist so, aber vor allem der steht ja schon in der Verfassung. Wir müssen ja gar nichts Neues erfinden, wir haben es ja schon. Wir müssen nur das ernst nehmen, was in der Verfassung steht. Gemeinwohlstreben als oberste Zielsetzung aller Wirtschaftsakteure. Und statt der Belohnung von Konkurrenz, die Belohnung von Kooperation. Ja, und diese Anreizweichen, die würden das Wirtschaftsgeschehen, die Summe aller Wirtschaftstreibenden, in eine andere Richtung steuern. Weil irgendeine Wirtschaftsordnung haben wir, das ist unvermeidbar, außer wir schaffen den Rechtsstaat und den Nationalstaat ab. Dann gibt es keine Wirtschaftsordnung mehr. Dann würde etwas anderes passieren. Aber solange wir einen Nationalstaat und einen Rechtsstaat und eine Demokratie haben, haben wir eine Wirtschaftsordnung. Und es wäre doch intelligenter, dass die Wirtschaftsordnung die Wirtschaftstreibenden in eine ethisch korrekte Richtung steuert und treibt. Und was heißt ethisch korrekt? Naja, in Übereinstimmung mit unseren Beziehungs- und Verfassungswerten. In der Bedeutung, je authentischer die Unternehmen und Wirtschaftsakteure diese Verfassungs- und Beziehungswerte leben, dass sie desto leichter zu Erfolg kommen soll. Wir lesen, dass diese Systemspielregeln tendenziell etwas anderes bewirken, nämlich, dass das Leben menschlicher Schwächen, die 13, die Sie dann so aufgezählt haben, dass die tendenziell zum wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Erfolg führen,
Freunde, das ist der Wahnsinn des Systems oder das perverse Design des Systems. Und wir schlagen vor, dass wir dieses Design demokratisch verändern. Weil das sind ja glücklicherweise keine Naturgesetze, sondern politische Entscheidungen, wie der Markt programmiert und gesteuert wird. Die Menschennatur, die belassen wir unberührt. Wir bleiben alle gleich. Wir können auch in der Gemeinwohlökonomie gierig und geizig und rücksichtslos und verantwortungslos sein, aber dafür werden wir nicht mehr belohnt. Und es wird umso schwerer, je gieriger und je rücksichtsloser wir sind, umso schwieriger wird es, erfolgreich zu sein. Umso wahrscheinlicher wird es, dass wir in Konkurs gehen mit diesen Strategien und Verhaltensweisen. Und je rücksichtsvoller, je empathischer, je kooperativer, solidarischer, demokratischer, nachhaltiger Unternehmen sich organisieren und verhalten, desto leichter sollen sie zum Erfolg, zum unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Erfolg kommen. Ist das ein brauchbarer Vorschlag? Dann packen wir es an. Genau. Dann müssen wir einen letzten Widerspruch auflösen, nämlich den Widerspruch zwischen der heutigen Erfolgsmessung und einer nicht wahnsinnigen Erfolgsmessung. Wie messen wir Erfolge der Wirtschaft heute? Auf der Systemebene, der makroökonomischen Ebene der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaft. Da gibt es zwei herausragende Erfolgsindikatoren. Wann ist eine Volkswirtschaft? Mit welchem Indikator messen wir den Erfolg der deutschen Volkswirtschaft? Mit dem BIP. Und wie, mit welchem Indikator messen wir den Erfolg eines Unternehmens, egal welches? Mit der Bilanz. Mit der Bilanz und mit dem Bilanz. Genau. Kann man es immer noch lesen, ganz hinten? Schön. Und was haben diese beiden heute üblichen Erfolgsindikatoren gemeinsam? Sie werden nominal dargestellt. Sie werden nominal dargestellt, ja, richtig. Und noch eine Gemeinsamkeit? Dankeschön. Monetär, beides geht ums Geld. Geld ist die Maßeinheit beider heute gebräuchlichen Erfolgsindikatoren. Und ist Geld das Ziel des Wirtschaftens? Laut Verfassungen hat Geld welche Rolle in der Wirtschaft? Das Mittel. Okay. Sehen das die volkswirtschaftlichen Lehrbücher auch so? Was sagen die volkswirtschaftlichen Lehrbücher über das Ziel des Wirtschaftens aus? Nein. Wärmer. Der ganze Aufwand, ja, Fabriken und Schlote und Autobahnen und Container und Finanzbilanzen, na ja, auch Wachstum, ist alles nur der Aufwand. Aber für welches letzte kleine Ziel? Die Volkswirtschaftlichen Lehrbücher sind nicht. Verteilung von Gütern ist auch noch nicht das letzte Ende, das ist das vorletzte Ende. Profit. Kann ich Profit essen? Kann ich im Profit wohnen? Das Wohl ist es wird wärmer. Und von welcher kleinen menschlichen Alltagssituation ist mein Wohl die Folge? Ganz einfach, praktisch denken. Wozu machen wir den ganzen Aufwand? Konsum! Ja. Bedürfnisse befriedigen, Dankeschön. Ja, genau. Also dieser ganze Aufwand, ja, von der Fabrik über das Wachstum, über den Gewinn, den Profit, das ist ja alles nur Aufwand, aber das Letzte, das ist wichtig, ist immer wichtig, das Ziel zu wissen. Es ist immer wichtig, sich über das Ziel zu bestellen. Das letzte Ziel in der volkswirtschaftlichen Betrachtung ist die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und wenn uns das gelingt, dann erwächst als Folge davon das Wohl aller. Ludwig Erhard. Oder das Gemeinwohl. Verfassung. Synonym. Ja. Und damit schließt sich das magische Dreieck. Auch in der Gemeinwohlökonomie ist die Menschenwürde der höchste und wichtigste Wert. Und wir haben deshalb auch alle die gleichen Freiheiten, die gleichen Rechte und die gleichen Chancen. Das wäre der liberale Kern der Gemeinwohlökonomie. Aber auch die Menschenwürde als Kern. Und die Aufgabe des Werkzeuges Volkswirtschaft ist, die Bedürfnisse all dieser gleich wertvollen Menschen zu befriedigen. Und der Erfolg einer Volkswirtschaft misst sich im Gelingen dieses Ziels und des daraus gewachsenen Gemeinwohls.
Jetzt war ich ein bisschen umständlich, aber ich wollte nur noch einmal erhärten, dass das Ziel des Wirtschaftens auch laut volkswirtschaftlichen Lehrbüchern nicht das Geld ist. Nicht die Kapitalwährung. Kapitaleinsatz ist das Mittel, um ein anderes, höher liegendes Ziel zu erreichen, nämlich die Befriedigung von Bedürfnissen des Gemeinwohls herzustellen. So, jetzt kommt meine eigentliche Frage zu dieser Folie. Wenn klar ist, was das Ziel ist und was das Mittel ist, sollte den Erfolg des Wirtschaftens entlang der Mittel und ihrer Anhäufung messen oder entlang der Ziele und ihrer Erreichung? Die wichtigste Frage des Abends. Ja. Sondern ganz allgemein, den Erfolg, egal was das für ein Projekt ist, den Erfolg eines Projektes, man kann abstrahieren, misst man den entlang der Mittel oder entlang der Ziele? Ziele, genau, das war's. Die Wirtschaft macht einen Methodenfehler. Die Wirtschaft ist das einzige Projekt auf der ganzen Welt, das versucht, seinen Erfolg entlang der Anhäufung der Mittel darzustellen, anstatt an der Erreichung der Ziele. Und gesetzt den Fall, dass wir darin einig sind, dass das Ziel das Gemeinwohl ist, dann müssen wir methodisch sauber den Erfolg der Volkswirtschaft mit so etwas wie einem Gemeinwohlprodukt und dem Erfolg eines Unternehmens anhand seines Beitrags zum Gemeinwohl mit einer Gemeinwohlbilanz messen. Methodisch, sauber, logisch, luzid. Und jetzt kommen schon wieder gute Nachrichten. Es gibt schon eine ziemlich breite Suche nach Alternativen zum BIP. Better Life Index, das bessere Leben, wie die OECD messen, H3, etwas bürokratisch der Deutsche Bundestag, die Enquete-Kommission, aber immerhin, neue Indikatoren, Brutto-National-Glück, am charmantesten der Zwergstadt Wuhan. Brutto bitte raus, na schau doch hin, frag doch mal nach. Die dort in Bhutan, die fragen einmal im Jahr 6.000 Haushalte zu allen Aspekten von Lebensqualität. Wie schlafen sie? Wie sind sie bei Gesundheit? Wie geht es ihnen im Vergleich zum Vorjahr? Wie wird es ihren Kindern einmal im Vergleich zu ihnen gehen? Vertrauen sie ihren Nachbarn und Nachbarinnen? Wie steht es um die Gesundheit des Waldes? Kann man das Wasser im Fluss trinken? Wie geht es dem Vieh auf der Weide? Haben Sie täglich wenigstens einmal Zeit, eine Pause zu machen, zu beten, zu meditieren? 133 Fragen werden da gestellt, deutet auf erhöhten Zeitwohlstand in Bhutan hin. Unser Vorschlag ist aber nicht, diese Monsterumfrage jetzt auf Deutschland zu übertragen, sondern der Vorschlag der Gemeinwohlökonomiebewegung ist, dass wir in unseren Lebensgemeinden, in der Stadt, in der wir leben, uns als freie und souveräne BürgerInnen versammeln und die 20 für uns wichtigsten Zutaten für Lebensqualität gemeinsam ermitteln und daraus den kommunalen Lebensqualitätsindex komponieren. Und den messen wir dann einmal jährlich. Und dann wissen wir, ob es uns besser oder schlechter geht oder gleich gut wie im Vorjahr. Gemessen woran? Na, nicht gemessen mit dem BIP oder auch nicht gemessen mit dem Pro-Kopf-Einkommen, sondern gemessen an den 20 höchsten Werten und wichtigsten Zielen der hier lebenden Menschen. Und wenn das in hunderten oder tausenden Kommunen geschehen ist, dann kann man zur demokratischen Synthese des Gemeinwohlprodukts voranschreiten und das Gemeinwohlprodukt wird dann die zentralsten und relevantesten Bedürfnisse und Werte der Menschen in der EU zum Beispiel abbilden. Und wir wissen ganz verlässlich, wenn das Gemeinwohlprodukt wächst, dann ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Dann die Zahl der Hartz-IV-Empfangenden zurückgegangen. Dann hat sich die Schere bei den Einkommen, zum Beispiel zwischen Frauen und Männern, geschlossen. Dann haben wir endlich direkte Demokratie eingeführt in Deutschland. Dann geht unser ökologischer Fußabdruck zurück. Das lesen wir ab aus einem steigenden Gemeinwohl, aus einem steigenden BIP. Lesen wir da verlässlich den Rückgang der Arbeitslosigkeit ab? Lesen wir da verlässlich den Rückgang der Armutsraten ab? Lesen wir verlässlich den Rückgang unseres ökologischen? Lesen wir verlässlich ab, dass wir nicht im Krieg uns befinden? Dass unsere Soldaten irgendwo in der Welt herum. Ja, aus einem steigenden BIP kann man nichts von dem, worum es eigentlich geht, ablesen. Und das ist aber auch kein Vorwurf an das BIP, weil das BIP ist nie als Wohlstandsindikator angelegt worden, sondern das ist ein statistisches Aggregat und das soll es auch bleiben. Aber diejenigen, die sich für das BIP interessieren, die werden rapide weniger werden, Statistikerinnen. Aber die Volkswirte und die Volkswirtinnen und die ganzheitlichen Ökonomen, die werden sich für das Gemeinwohlprodukt interessieren. Und je besser die Gemeinwohlbilanzergebnisse der Unternehmen in Kassel und in Deutschland, desto größer das Gemeinwohlproblem.
Dieses Instrument haben wir in bereits vierter Generation entwickelt, nämlich die Bewegung der Gemeinwohlökonomie, und die Gemeinwohlbilanz eines Unternehmens misst den Beitrag dieses Unternehmens zum Gemeinwohl. Wie um Himmels Willen könnte denn das gehen, indem wir das Unternehmen fragen, wie hast du es mit den fünf wichtigsten Verfassungswerten demokratischer Staaten? Von der Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes, über die Solidarität, die Nachhaltigkeit, die Gerechtigkeit bis zur Demokratie. Nur die Freiheit fehlt, aber die Freiheit äußert sich ja, kurzer Rückblick in die italienische Verfassung, indem hier ein privates, freies Unternehmen diese Bilanz überhaupt existieren darf, aber dann eben auch als Preis für die Freiheit auch Rechenschaft ablegen muss über die anderen Verfassungswerte in diesem demokratischen Gemeinwesen. Und diese Werte werden gefragt, wie lebst du die gegenüber allen Menschen und Lebewesen, mit denen du zu tun hast. Von den Zulieferern, über die finanzieren, die hier beschäftigt sind und die Wertschöpfung erbringen, die Kundschaft, das demokratische Gemeinwesen, das du eingebettet bist, die Ökosysteme der zukünftigen Generationen. Und in den Schnittflächen versuchen wir möglichst intelligente Gemeinwohlindikatoren zu entwickeln, in einem offenen Prozess. Sie sind alle herzlich eingeladen, hier beizutragen und die Bilanz zu verbessern, von Mal zu Mal. Und die Fragen, die sich daraus ergeben, sind die einfachsten, aber wichtigsten, fundamentalsten Fragen an alle Unternehmen. Wie sinnvoll ist denn das Produkt, was du da überhaupt anbietest? Wie ökologisch machst du das alles? Wie menschlich sind die Arbeitsbedingungen? Wie gerecht ist die Verteilung? Behandelst du Frauen und Männer gleich? Integrierst du auch Ausgeschlossene? Wer trifft Entscheidungen? Vielleicht würden 10 Fragen ausreichen und wir hätten schon eine noch wichtigere Bilanz, nämlich eine Ziel- und Ethikbilanz, zusätzlich zur Mittelsbilanz. Die Finanzbilanz ist auch ganz wichtig, aber die misst ja nur die Verfügbarkeit der Mittel und sie misst weder die Zielerreichung noch die ethische Performance des Unternehmens. Und das ist der Programmfehler der Marktwirtschaft. Wir schauen nur auf die Mittel und nicht aufs Ziel und nicht auf die Werte. Obwohl die Werte wichtiger sind als die Ziele und die Ziele wichtiger als die Mittel. Und wir messen nur das Unwichtigste. Dafür sollten wir uns schämen. Ja, eine einfache Umsetzung wäre, dass das Ergebnis einfach verständlich darstellbar ist und auf jedem Produkt und jeder Dienstleistung oder jedem kleinen Geschäft aufscheint. Und der eilige Konsument, das ist ein Produkt, und wenn ich es eilig habe, dann schaue ich, ist das rot oder grün. Und wenn ich es nicht eilig habe und genau wissen möchte, dann fahre ich mit meinem Handy oder zu Hause im Internet, wenn ich kein Handy habe, dann fahre ich über den Strichcode des Produkts und habe auf dem Display vom Handy die gesamte Gemeinwohlbilanz des Unternehmens vor mir. Und ich kann dann schauen, ökologisch prima, regional erstaunlich. Werden Frauen und Männer gleich mit, ui, gibt es da noch Alternativen? Erst durch die transparente Information können vernünftige, rationale Kaufentscheidungen getroffen werden, im Unterschied zu heute. Die Marktwirtschaft sagt im Lehrbuch, dass sie effizient sei, weil alle Marktteilnehmenden alle Informationen zur Verfügung stehen. Ist das heute so? Steht auf dem durchschnittlichen Produkt, wer es hergestellt hat, unter welchen Arbeitsbedingungen, mit welchem ökologischen Fußabdruck, ob das Unternehmen andere kannibalisiert oder eine solidarische Genossenschaft ist, ob es Steuern in Steuerhausen minimiert oder einen fairen Beitrag. Die relevantesten Informationen erfahren wir nicht. Das heißt, wir können gar keine vernünftigen Entscheidungen treffen und die Marktwirtschaft kann gar nicht effizient sein und noch weniger kann sie effektiv sein. Effektiv hieße, dass wir nicht nur wissen, ob das Produkt rot oder grün ist, ethisch tadellos oder unterm Hut, sondern dass dann die grünen, die ethisch tadellosen Produkte, sind die heute teurer oder sind die billiger als die durchschnittlichen Produkte? Teurer. Und die unethischen Produkte sind die billigsten. Ist das pervers? Und das schlagen wir vor, das sollte so umgekehrt sein. Weil wenn die grünen Produkte noch preisgünstiger sind, dann fällt es uns leicht, zu den grünen zu greifen. Und wie können wir das erreichen? Durch diese Weichenumstellung. Dass das Ziel des Unternehmens nicht mehr der maximale Finanzgewinn, sondern der maximale Gemeinwohlbetrag ist und der auch belohnt wird. Sonst funktioniert es nicht. Wenn das Unternehmen mit 1000 Gemeinwohlprodukten keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt und das Unternehmen mit 0 Gemeinwohlpunkten 20, 40, 60, 100% Mehrwertsteuer zahlt
und das ethischste Unternehmen frei handelt und das unethischste Unternehmen am unfreisten, vielleicht gar nicht mehr, 100, 200, 300 Prozent Zoll zahlt, wenn das ethischste Unternehmen den günstigsten Kredit erhält bei der Bank für Gemeinwohl, die wir gerade als Prototyp in Österreich entwickeln. Die Bank fragt derzeit auch nur, wie gut ist deine finanzielle Darstellung. Die finanzielle Bonität wird geprüft, die finanzielle Güte wird geprüft, die ethische Güte, ist die unwichtig? Ein Agroindustriebetrieb, der einen Stall mit 50.000 Schweinen baut, fragt er die Bank, wie ökologisch ist das? Kriegt er deshalb einen teuren Kredit oder einen günstigen Kredit im Vergleich zu einem kleinen Biobauern? Das ist die Perversion. Ja. Und der Biobauer müsste einen günstigeren Kredit kriegen, weil es eben nicht mehr die Banken nicht nur die finanzielle Bonität prüfen, sondern auch die ethische Bonität. Und in Summe führen dann all diese Maßnahmen dazu, dass die ethischen Produkte preisgünstiger werden als die weniger ethischen und dass die Gesetze des Marktes, das hier sind die Marktgesetze, dass die in Übereinstimmung sind mit den Werten der Gesellschaft. Das ist der Kern der Gemeinwohlökonomie. Nicht ganz wörtlich zu nehmen, für die, die kein Spanisch sprechen, ein Kaffee, 2,80 Euro. Ein Kaffee bitte, 1,80 Euro. Hallo, schönen Tag, wenn Sie mal Zeit haben, einen Kaffee vorbeizubringen, aber ohne Stress, 80 Cent. Das ist ein real existierendes Kaffee in Barcelona. Gut. Die Temperatur steigt im Raum, der Sauerstoffgehalt sinkt und wir wollen auch bald diskutieren. Deshalb versuche ich das jetzt rasch möglich abzurunden mit einer, ja, kann man die Fenster öffnen vielleicht? Kann man nicht öffnen? Kann man die Türe öffnen? Die ist offen. Kann man die zweite Türe vielleicht öffnen? Ja. Also die Gemeinwohlbilanz des Rathaussaales muss erst noch gemacht werden. Aber da lassen sich einige Fenster kippen und die Türe lässt sich öffnen. Das ist gut. Das ist die Lösung. Genau. Prima. Ja. Das Gemeinwohlbilanzergebnis steigt der Veranstaltung. Gut, dann muss ich nicht hetzen, aber ich möchte trotzdem zügig zum Ende des Vortrags kommen mit einer ganz wichtigen Bemerkung. Die Gemeinwohlökonomie hat zwar für die 20 wichtigsten Fundamentalbausteine der Wirtschaftsordnung Ideen und Vorschläge entwickelt, das sind aber keine Forderungen der Bewegung, weil wir ganz bewusst kein abgeschlossenes Modell hier vorsetzen wollen und das sei jetzt umzusetzen. Das wäre wie eine politische Partei oder schlimmer noch wie eine neue Ideologie oder Doktrin. Nein, die einzige Forderung, die die gesamte internationale Bewegung hat, ist, dass die Fundamentalbausteine der Wirtschaftsordnung von morgen demokratisch, idealerweise in den Gemeinwohlgemeinden, in Kassel und in Fulda und in Hannover, diskutiert und vorentschieden werden und über demokratische Syntheseverfahren dann in einem demokratisch konstituierten Bundeswirtschaftskonvent fertig formuliert werden, aber nicht beschlossen werden, sondern die fertigen Formulierungen durchaus in Varianten werden dem demokratischen Souverän, der höchsten Instanz in der Demokratie, zur Abstimmung vorgelegt und die entscheidet dann die Wirtschaftsordnung von morgen demokratisch. Das würde eingehen in das Grundgesetz als Wirtschaftsverfassungsteil. Zwischen 2 und 5 Seiten wäre vermutlich ausreichend, aber es wäre eine Vorlage, die konkret genug ist, damit dann der Bundestag weiß, welche Gesetze er machen darf und welche nicht. Zum Beispiel systemrelevante Banken heranzüchten, sie mit Steuergeld retten, in eine Bankenunion bauen, den Kapitalverkehr in Steueroasen freimachen, Alt- oder Finanzderivate zulassen zum Markt oder Hedgefonds zum Markt zulassen. Das alles wäre dann nicht mehr möglich, wenn der Souverän hier eine verfassungsmäßige Vorgabe machen würde für die Feingesetzgebung. Das wäre eine wunderbare Arbeitsteilung. Der Grobgesetzgeber, nämlich der die Säulen einschlägt, ist der Souverän und das Parlament macht dann nach wie vor 99% aller Gesetze, aber muss sich an die ethischen Leitlinien halten, die der Souverän vorgibt. Ja, das wäre die Endvision und die 20 Bausteine, die stelle ich jetzt nicht mehr alle vor, dafür reicht die Zeit nicht, aber ich mache noch
Ein vorletztes und ein letztes Beispiel und dann werden wir schon gemeinsam spielen und diskutieren. Zum Finanzgewinn. Um es kurz zu machen, ist die Gemeinwohlökonomie nach wie vor eine Marktwirtschaft, aber erstens eine voll ethische Marktwirtschaft, eine nicht mehr kapitalistische Marktwirtschaft und dadurch eine wirklich liberale Marktwirtschaft. Eine kapitalistische Marktwirtschaft ist unvereinbar mit den gleichen Rechten, den gleichen Freiheiten und den gleichen Chancen aller. Deshalb wird der Kapitalismus aus der Marktwirtschaft hinaus komplementiert und dadurch wird die Marktwirtschaft eine wirklich liberale Marktwirtschaft. Nicht ganz so, wie das die FDP, glaube ich, versteht, aber das lohnt es sich eben fundamental zu diskutieren. Gleiche Freiheiten, gleiche Rechte, gleiche Chancen aller, das hat ganz andere Konsequenzen als das, was derzeit in Diskussion ist. Und eine vollethische Marktwirtschaft, nicht nur eine soziale, nicht nur eine ökosoziale, auch eine solidarische, humane und demokratische Marktwirtschaft in der Bedeutung, je ethischer sich die Akteure verhalten, desto leichter kommen sie zum Erfolg. So etwas wurde meines Erachtens noch nie vorgeschlagen. Und der Finanzgewinn ist wichtig, weil ohne Finanzgewinn ist ein Unternehmen morgen tot. Aber es kommt auf die Verwendung des Finanzgewinns an. Verwende ich ihn zweckgerecht, dann mehre ich mit der Verwendung des Finanzgewinns das Gemeinwohl. Alles, was dem dient, ist willkommen. Und nur die zweckwidrigen Verwendungen, nämlich die Minderung des Gemeinwohls, die schlagen wir vor, dass sie nicht mehr erlaubt sein sollen. Wir haben vier gefunden. Reine Finanzinvestitionen, die nichts mit der unternehmerischen Tätigkeit zu tun haben. Kannibalismus, das ist in zwischenmenschlichen Beziehungen auch verboten. Wenn ein Unternehmen ein anderes auffrisst, selbst gegen den Willen aller, die dort arbeiten, kommt es nicht ins Gefängnis, sondern steigt eine Stufe höher in den Erfolgsrankings. Ausschüttung von Gewinnanteilen an Personen, die nicht im Unternehmen mitarbeiten. Das ist der am heißesten diskutierte Punkt. Zielt aber darauf ab, dass Einkommen gegen Leistung fließen und dadurch eine echtere Leistungsgesellschaft als heute. Und PS-Parteispenden, das ist weniger kontroversiell. Ja, aber noch einmal wiederhole ich mich, das sind keine Forderungen, sondern damit soll die Diskussion beginnen. Und wir alle sollen gemeinsam reflektieren, wofür sollen Unternehmen ihre Finanzgewinne verwenden dürfen und wofür nicht. Und das ist schon der letzte Punkt von den 20 und ich kann nur ganz wenige herausgreifen in einem einstündigen Vortrag. Ein ganz großes Problem und laut sehr vieler Menschen, die über die derzeitige Wirtschaftsordnung nachdenken, ist die extreme Machtkonzentration. Dass manche Menschen ein Einkommen in unendlicher Höhe haben, dass manche Menschen ein Vermögen in unendlicher Größe haben, dass manche Unternehmen so groß sind, dass sie nicht mehr reguliert werden können, sie sind auch politisch systemrelevant. Und der Kern des liberalen Gedankens ist die Gewaltentrennung in der Politik und in der Wirtschaft. Die Verhinderung, dass irgendjemand so mächtig wird, dass er den anderen die gleiche Freiheit wegnimmt oder die gleichen Chancen wegnimmt oder die gleichen Rechte wegnimmt, an erster Stelle oder am schlimmsten. Das ist der Kern des liberalen Gedankens. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir auch in der Wirtschaft die exzessive und schrankenlose Konzentration von Macht verhindern. Und das heißt, dass wir die Ungleichheit bei den Einkommen irgendwo deckeln, dass wir das Privateigentum irgendwo decken, dass wir das Erbrecht irgendwo decken und dass wir die Unternehmensgröße zunehmend erschweren. Wo diese Grenzen sind, wer soll das entscheiden? Wir, das Volk, genau. Und wollen Sie das Spiel als Einstieg in die Diskussion an einem Beispiel? Ich habe ein Spiel mitgebracht, das wäre ein guter Einstieg in die Diskussion. Das Spiel dauert 5 Minuten und das Spiel, also 20.15 Uhr, jetzt macht das Licht heraus. 21.15 Uhr, ja, 20. Ja gut, also wenn um 21 Uhr die Lichter ausgehen, dann würde ich sagen, war das hier mein Input und ich freue mich auf eine anregende Diskussion. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Wir hätten natürlich jetzt ganz klar demokratisch abstimmen können, ob wir mehr diskutieren oder erst spielen. Dann würde ich sagen, spielen wir. Ich will nur noch mal kurz erklären, dass wir als Veranstalter etwas überrascht waren heute, dass wir wirklich um 21 Uhr schließen müssen, weil das Rathaus um 21.15 Uhr schließt.
was auch bedeutet, dass wir tatsächlich um 21.15 Uhr dieses Gebäude verlassen haben müssen. Da muss ich Sie auch ganz herzlich darum bitten, sich also mit uns mitzuhelfen, dass das so passiert. Und deshalb fällt das Thema 21 Uhr als Grenze einfach so häufig. Das ist also jetzt tatsächlich kein Spaß, sondern leider etwas ernst. Da werden wir beim nächsten Mal, wenn wir Herrn Felber nach Kassel einladen, auf jeden Fall darauf achten. Also, dann das Spiel. Ja, dann. Gut, ich muss dazu auch nochmal als Veranstalterin was sagen. Das ist eine Auswirkung, finde ich, von Nicht-Gemeinwohlökonomie, nämlich von Outsourcing. Und es tut mir leid. Ja. Ein hervorragendes Beispiel, wie durch eine demokratische Entscheidung, und es gibt ja auch die direkte Demokratie, die gibt es ja schon in Deutschland, dass man das anders gestalten kann. Sie wissen es, in zahlreichen Städten und Kommunen Deutschlands gab es Bürgerinitiativen, die sich gegen die Privatisierung von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen eingesetzt haben. Und eines der schönsten Beispiele war die Stadt Leipzig. Da wurde zuerst die Regierung mit einer bequemen Mehrheit gewählt und hat einen demokratischen Regierungsauftrag bekommen. Dann wollte die aber in einer bestimmten Sachentscheidung etwas durchsetzen, was dann von der Bevölkerung zu 80% abgelehnt wurde. Und das ist nämlich die Privatisierung der Stadtwerke. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel für das Zusammenspiel von direkter und indirekter Demokratie. Man muss die Regierung nicht abwählen, man muss nicht Neuwahlen einberufen, sondern man kann sagen, grundsätzlich gebe ich dir den Auftrag für eine Legislaturperiode, aber wenn ich in bestimmten Sachfragen ein anderes Bedürfnis habe als du, liebe Regierung, dann kann ich dich korrigieren. Und so spielen wir das souverän und unsere Vertretung gut zusammen. Und das sollte nicht nur in einzelnen Sachentscheidungen, sondern auch in der Grundanlage der Wirtschafts- und Geldordnung möglich sein. Und wir spielen das jetzt. Das Spiel lautet, wir sind der demokratische Wirtschaftskonvent zu Kassel und alle von uns sind stimmberechtigt. Und in dem echten Wirtschaftskonvent sind auch alle gemäß der Menschenwürde stimmberechtigt. Weil das aber hier mit 300 Menschen nicht möglich ist, bitte ich jetzt ganz schnell 10 Personen, nur zur Veranschaulichung dieses Spiels, hier auf die Bühne zu gehen. 10, idealerweise 5 Frauen und 5 Männer. Bitte seien Sie mutig, es tut nicht weh, es schmerzt nicht und es geht in 3 Minuten. Bitte 10 Freiwillige. Da kommen schon die Ersten, genau, wunderbar. 1, 2, 3, das ist ständig, 4, 5, 6, 7, 8, noch 2 bitte. Dankeschön, noch 2. Ja, genau, Applaus. So, genügt schon. Man kann das auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mit 7 kann man das auch gut spielen. Wir entscheiden heute die Frage der Ungleichheit bei den Einkommen. Und der Souverän ist frei und er kann jede beliebige Entscheidung treffen. Er kann sagen, ich möchte keine Grenze. Es soll keine Grenze für die Ungleichheit geben. Der Souverän ist frei und kann sagen, ich möchte, dass in der gleichen Arbeitszeit alle gleich viel verdienen. Der Souverän ist frei, das zu entscheiden. Der Souverän kann einen Mittelweg einschlagen und sagen, wir haben gestern einen gesetzlichen Mindestlohn beschlossen von 1200 Euro netto für die volle Arbeitszeit von 33 Wochenstunden, Spielannahme. Und wir legen heute fest, das Höchsteinkommen in der gleichen Arbeitszeit mit einem bestimmten Vielfachen, mit dem X-Fachen des Mindestlohns. Das ist das maximal gesetzlich mögliche Einkommen in der gleichen Arbeitszeit. Und wir sammeln als erstes Vorschläge. Und fragen Sie nur Ihr Herz. Angenommen, wir hätten einen Mindestlohn von 1200 netto pro Monat, das maximal wie vielfache sollte man sagen, ich übersetze es dann nicht schnell. Muss nicht jeder was sagen. Das Publikum kann auch Vorschläge machen. Aber was würden Sie sagen? Das Zehnfache als höchst. Das Zehnfache. Gibt es weitere Vorschläge? Das Zweifache. Das Zweifache. Danke. Wir haben Meinungsfreiheit und Respekt der Meinungsfreiheit. 20-fache. Das 20-fache. Ja. Das Fünffache. Immer das Gleiche für alle. Das Einfache. Ja. Okay, ich habe gehört, dass dasselbe, das Zweifache, das Fünffache, das Zehnfache und das 20-fache. Letzte Meldung. Möchte noch jemand einen zusätzlichen Vorschlag machen? Okay, gibt es einen ganz dringenden Zusatzvorschlag aus dem Publikum? Nee. Wie? Das Vierfache. Nee. Okay, gut, wir haben 5 Vorschläge und wir gehen zur Abstimmung. Und das Verfahren, das ich mitgebracht habe, ist nicht das bekannte Ja oder Nein, ein Vorschlag,
sondern wir stimmen alle 5 Vorschläge ab. Und es können dann auch noch mehr sein. Und wir stimmen nicht zu, sondern wir zeigen zu jedem einzelnen Vorschlag unseren Widerstand. Und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand erfährt. Es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Summenschmerz in der Bevölkerung auslöst. Sie können das dann studieren, das ist gut erprobt und Sie werden sehen. Den Widerstand zeigen, den Schmerz und den Widerstand gegen jeden Vorschlag zeigen wir mit unseren Armen. Wenn der Vorschlag für uns in Ordnung geht, dann lassen Sie beide Arme bitte unten. Das ist in Ordnung. Wenn Sie da einen gleichen Schmerz, das passt nicht ganz, dann habe ich zumindest Nachfragen, geben Sie bitte einen Arm. Und wenn es überhaupt nicht passt und höllisch wehtut, dann geben Sie bitte beide Arme. Bei jedem dieser jetzt gehörten Vorschläge. War das verständlich? Gut. Wir gehen vom kleinsten bis zum höchsten. Und ich ersuche Sie bei jedem Vorschlag, Ihren Widerstand 0 Arme, 1 Arm oder 2 Arme mit wachsendem Widerstand zu zeigen. Darf ich nur mal eine Frage? Was ist jetzt zum Mindesteinkommen der Arbeit oder geht es um ein Grundeinkommen und besteht das ja oder nein? Wie ist die gesellschaftliche Lage? Also, ob, das wäre ja wichtig. Das ist ganz wichtig. Ob es ein Grundeinkommen gibt, es gibt viele. Und der demokratische Wirtschaftskonvent funktioniert so, dass der Souverän die Kompetenz hat. Und das bedeutet, dass in der ersten Runde die Fragestellungen geklärt werden. Nämlich nicht die 20 Lieblingsfragen der Gemeinwohlkundebewegung, sondern die 20 für diesen Souverän wichtigsten Fragestellungen. Grundeinkommen ja oder nein, Mindestlohn ja oder nein. Und das ist ja nur ein Beispiel. Angenommen, wir haben einen Mindestlohn und jetzt das maximale Vielfache. Das ist nur ein Beispiel. Aber hier wird nichts vorgegeben. Aber ich glaube, die Frage ging, ob wir jetzt sozusagen über das Mindesteinkommen reden oder über ein Grundeinkommen. Ja, jetzt reden wir über die maximale Differenz, nämlich das Höchsteinkommen. Wir sprechen jetzt über das Höchsteinkommen. Das maximal Wievielfache darf das Höchsteinkommen gegenüber dem Mindesteinkommen von Deutschland ausmachen. Gut, wir schreiten, ich glaube, hier habe ich verstanden, dass die Frage verstanden wurde. Wir schreiten zur Abstimmung. Und der erste Vorschlag lautet, für die gleiche Arbeitszeit sollen alle Menschen das Gleiche verdienen. Bitte horchen Sie nur auf Ihren Herz und zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. Bitte. Ich beginne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es noch eine Verständnisfrage? Nein, war klar. 5 war das Ergebnis. Zweite Frage, die höchsten Einkommen sollen maximal das Doppelte ausmachen des geringsten. Des Mindestlohns, bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. Höchstens das Doppelte. 1, 2, 3, 4, 5. Der dritte Vorschlag lautet, die höchsten Einkommen sollen maximal das 5-fache des gesetzlichen Mindestlohns ausmachen. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag. 1, 2, 3, 4. Der vierte Vorschlag lautet, die höchsten Einkommen sollen maximal das 10-fache des gesetzlichen Mindestlohns ausmachen. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen vorletzten Vorschlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der letzte Vorschlag lautet, die höchsten Einkommen dürfen maximal das 20-fache des gesetzlichen Mindestlohns ausmachen. Bitte zeigen Sie ein letztes Mal Ihren Widerstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dankeschön. Das war jetzt kein sauberes Verfahren, weil 7 Menschen sind wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ. Aber Sie haben, glaube ich, die Idee verstanden. Welcher Vorschlag hatte denn hier gewonnen jetzt? Also ich habe gezählt, beim Faktor 5 waren die wenigsten Hände oben, nämlich beim Faktor 4. Das heißt, wir haben so ein Kurvenergebnis. Bei der extrem geringen Ungleichheit gab es einen höheren Widerstand als bei einer moderaten Ungleichheit, Faktor 5. Das wären dann in diesem Fall 6.000 Euro netto pro Monat. Und bei Faktor 10 und 20 gab es bereits wieder einen höheren Widerstand. So, ganz kurze Kontextualisierung. Glauben Sie, dass das repräsentativ ist für die halbe Welt, auf der ich Vorträge mache? Nicht ganz. In 95% aller, auch in diesem Saal, bin ich, glaube ich, intuitiv, habe ich erspürt, in 95% der Fälle gewinnt der Faktor 10. Und der höchste je gemessene Siegerfaktor war der Faktor 30 in einer Privatschule für Knaben. Und der niedrigste je gemessene Siegerfaktor war der Faktor 3. Zum Beispiel in Spanien sehr häufig, aber auch in österreichischen Alpentälern ab einer Seehöhe von 1500 Metern. So, und jetzt noch ganz wichtig, Realität. Wer ist der niedrigste Vermehrungsfaktor?
Das ist die Realität. Und das ist der Grund, warum wir dezentrale, kommunale Wirtschaftskonvente vorschlagen, weil die Realität ist Verfassungsbruch. Gerechtigkeit steht auch im Artikel 1 des Grundgesetzes, aber die Realität verstößt gegen das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung abgründig. Und warum? Weil der Bundestag, was sagt der Bundestag zu diesem Thema? Das ist gar kein Thema für den. Und das ist eben die Ineffektivität des derzeitigen Demokratiemodells. Wenn die Bevölkerung abstimmen würde, hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Ergebnis als die derzeit gültige Wirtschaftsordnung. Vielen Dank für das Mitspielen. Hat sich schon jemand gemeldet, der gerne was sagen möchte? Es gibt hier ein Saalmikrofon, oder Sie kommen zu mir, damit Sie auch von allen verstanden werden. Ja, ich fand das eben sehr interessant, diese Abstimmungsmethode. Ich habe mir in den letzten Wochen auch Gedanken darüber gemacht, wie man Sachentscheidungen demokratisch besser machen kann, insbesondere wurde ich dadurch zu angeregt, zu der suboptimalen Wahl in Ägypten des Präsidenten. Und da habe ich mir gedacht, man könnte zum Beispiel beim Mindestlohn oder jetzt hier den Median nehmen. Man fragt jedes Mal, bei welcher Meinung sind Sie? Und dann wird der Median daraus gebildet und haben Sie sich darüber auch Gedanken gemacht? Oder was ist jetzt besser, Ihrer Meinung nach, der Median oder dieses minimale Unwohlsein? Also das kann ich ganz schnell beantworten. Die Kompetenz liegt beim Souverän, nämlich über welche Fragen wollen wir abstimmen. Die Verfahrenskompetenz liegt beim Souverän, mit welcher Methode wollen wir abstimmen. Mehrheitsentscheid, systemisch konsensieren, median. Wenn man ein ganzes Jahr dafür Zeit hat, werden zunächst einmal verschiedene Methoden vorgestellt, dann wird die Methode ausgewählt und dann wird abgestimmt. Ich kenne das Medianeinkommen nicht so gut, dass ich dazu jetzt eine Meinung habe, aber ich glaube, es ist wichtiger festzustellen, dass der Souverän das selbst entscheiden kann. Ich habe ja 1, 2, 3, 4 Meldungen. Da haben wir auch eine 5. Ich glaube, dann müssen wir heute Schluss machen. Also wir haben hier in Kassel oder in Umgebung ein großes Unternehmen, das mit Solartechnik beschäftigt ist, Verwechsellichter. Das letzte Woche konnten wir in der Zeitung lesen, das hat sich als Top-Arbeitgeber zertifizieren lassen, hat auch schon diverse Preise bekommen. Also das, ich denke, ich schätze mal, dass es nach Ihrer Ökobilanz bestimmt für 600, 700 Punkte gut wäre. So, das Problem ist, diese Firma hat im letzten Jahr 90 Millionen Miese gemacht, also aufgrund der Weltmarktsituation, aufgrund der Änderung des erneuerbaren Energiegesetzes. Gut, jetzt ist mal die Frage an Sie, was wird eine Firma in so einer Lage machen? Sie wird entlassen, das macht sie auch. Ne? Sie verlängert die Verträge der Zeitarbeiter nicht. Und sie hat 800 von 5000 festen Stellen abgebaut. So, Sie schlagen jetzt vor, das sollte ausgeglichen werden durch Mehrwertsteuer und dergleichen. Ne? Also von dieser Größenordnung, also wie gesagt 19 Millionen Gewinn. Die Firma hat einen Umsatz von 2 Milliarden Euro im Jahr. Wer soll das bezahlen? Und das ist ja nur eine Firma, die beanspruchen kann, fürs Gemeinwohl sowas zu machen. Das ist also die eine Frage. Die zweite Frage ist die, wer bestimmt, was Gemeinwohl ist? Ich kann mir keinen Betrieb vorstellen, der sagt, er arbeitet nicht fürs Gemeinwohl. Also sogar unsere Kasseler Panzerbauer, ich war neulich mal noch auf einer Veranstaltung, die haben davon erzählt, wie wichtig Panzer sind. Aus ethischen Gründen, da wären Ihnen die Tränen gekommen. Also das, da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Sehr gerne. Rückfrage, sammeln wir Fragen oder soll ich einzeln? Aufgrund der Zeit würde ich sagen, keine Fragen sammeln, sondern wir nehmen die Meldung, die wir noch haben. Okay. Die Frage wird jetzt aus der Jetzt-Situation herausgestellt. Jetzt gibt es keine Gemeinwohlökonomie. Das heißt, jetzt muss das Unternehmen Maßnahmen treffen, damit es überleben kann. Da kann die Gemeinwohlökonomie jetzt gar nichts machen. Das geht nicht. Aber die Gemeinwohlökonomie würde andere Spielregeln hervorbringen und es würde schon mit dem Welthandel beginnen. Es würde der Zugang zum deutschen Endverbraucherinnenmarkt oder zum europäischen Binnenmarkt würde geknüpft an die Bedingung, dass die Unternehmen ihre Gemeinwohlökonomie vorweisen und wenn das Ergebnis miserabel ist, dann gäbe es den Zugang von Dumping-Anbietern
die müssen dann einen so hohen Zollaufschlag zahlen, dass sich die Produktionsauslagerung in China zum Beispiel nicht mehr rentiert, sondern sogar umgekehrt zum betriebswirtschaftlichen Boomerang würde. So können wir die Werte, die in der Verfassung, im Grundgesetz, auch in den europäischen Verträgen, so können wir diese Werte schützen und so würde die Ausgangssituation, dass man plötzlich so rapide an Wettbewerbsfähigkeit verliert, die würde gar nicht erst entstehen. Und wer definiert die Gemeinwohlkriterien der Gemeinwohlbilanz? Das habe ich kurz angedeutet. Es gibt jetzt ein Redaktionsteam aus 17 Redakteurinnen, wo alle mitarbeiten können. Aber der Vorschlag ist, dass die Fragen an die Unternehmen, und da ist dann natürlich auch Zählwaffen zu den Grundbedürfnissen, oder die ist dann, genau, und diese Fragen, diese Gemeinwohlkriterien, die werden dann auch von der Bevölkerung gemeinsam abgestimmt. Und der genaue Prozessvorschlag, ich muss das jetzt alles sehr knapp beantworten, wäre, dass als eines von 20 Elementen der Wirtschaftsordnung werden die 15 Fragen an alle Unternehmen dem Souverän vorgelegt. Und diejenigen Fragestellungen oder Gemeinwohlindikatoren, die auf eine hohe Zustimmung stoßen, die gehen ins Gesetz ein. Und diejenigen Indikatoren, die vielleicht noch nicht nachvollziehbar sind, die würden nicht ins Gesetz eingehen. Aber eines kann ich garantieren, ein Waffenhersteller würde in den roten Bereich kommen, weil dafür sorgt nicht nur, glaube ich, die jetzige Ausgestaltung der Gemeinwohlbilanz, sondern auch das breite Empfinden der Bevölkerung, dass die Herstellung von mörderischen Waffen kein Beitrag zur Gemeinwohl ist. Zwei ganz kurze Fragen, eine zurückgehend auf den Anfang Ihres Vortrages. Bräuchten wir nicht ein für alle verbindliches Studienfach Lebenskunde, das auch in den Schulen schon beginnen könnte? Zweite Frage, wie stehen die Möglichkeiten halt eben in bestimmten Punkten halt unter Berufung auf die Verfassungsartikel auch beim Verfassungsgericht zu klagen? Ja. Ich beginne mit der ersten Frage. Ich beginne mit der zweiten Frage zuerst. Nein, weil im Grundgesetz steht zwar die Eigentumspflicht, die Gemeinwohlpflicht des Eigentums und es steht die Gerechtigkeit in Artikel 1, aber das ist zu wenig. Und genau deshalb braucht es eine Präzisierung, Operationalisierung, so dass unmissverständlich klar ist, was das bedeutet. Eine kleine Vorschau ist die Bayerische Verfassung, die ist wirklich, lohnt sich die Lektüre, lesen Sie. Da steht zum Beispiel, dass die Erbschaftssteuern unter anderem das Ziel verfolgen, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen weniger zu verhindern. Ist schon deutlich konkreter als das Grundgesetz, aber die Grenze wird nicht genannt. Deshalb könnte man auch nach der Bayerischen Verfassung nicht klagen. Erst wenn die Grenze steht, ist das 1 Million, sind das 5 Millionen, sind das 10 Millionen oder 30 Millionen, die Grenze des Erbrechtes, erst dann kann das Parlament entsprechende Gesetze machen. Und die erste Frage, keuch. Ja, wenn Sie das in Ruhe nachlesen wollen oder dann auch diskutieren wollen, sehr oft entstehen Regionalgruppen, die dann in Ruhe die einzelnen Vorschläge diskutieren, sie auch gemeinsam mit anderen Vorschlägen diskutieren. Ich habe schon viele andere alternative Ansätze genannt, aber die Gemeinwohlökonomie sagt zum Beispiel, dass Gefühlskunde, dass wir ernst nehmen, was wir fühlen und dass wir lernen, das auch zu artikulieren, ohne uns dafür zu schämen und ohne dafür beschämt zu werden, wenn wir es artikulieren. Diesen Luxus habe ich zum Beispiel nicht genossen, so alt bin ich noch nicht in Salzburg, also wo ich in die Schule gegangen bin. Dass wir in der Kommunikationskunde lernen, von Herzen zu sprechen und nicht die anderen zu manipulieren, durch schnelles, hastiges und aggressives Sprechen oder zu unterbrechen. Dass wir in der Demokratiekunde lernen, es gibt nicht nur die einfache Mehrheitsentscheidung, es gibt auch systemisches Kompensieren, das haben wir gemacht, es gibt auch das Medianverfahren, es gibt noch viel mehr und vielleicht macht dann jemand plötzlich eine Diplomarbeit oder eine Hausarbeit oder eine Dissertation zu einem noch intelligenteren Abstimmungsverfahren, weil wir sind alle einzigartige Menschen mit einer einzigartigen Meinung. Es geht gar nicht anders, dass jede und jeder von uns eine andere Meinung hat als alle anderen, wenn es auch nur Nuancen sind. Das heißt, das Problem ist nicht, dass wir Meinungsunterschiede haben. Das Problem ist A, dass wir nicht wertschätzend kommunizieren, nicht aufmerksam zuhören und die Meinung der anderen respektieren, A. Und B, genauso wichtig, dass wir keine gut funktionierenden Entscheidungsverfahren haben, dass wir aus 25 Vorschlägen dann die beste Lösung herausfiltern können. Das sind die Zukunft, das sind soziale Innovationen und soziale Zukunftstechnologien und die könnten auch über die Gemeinwohlbewegung in Kooperation mit anderen und dann speziell in den kommunalen Wirtschaftskonventen entwickelt werden.
Ich möchte gerne wissen, wie wir nach Ihrem Vortrag diejenigen, die daran interessiert sind, weiterzuarbeiten, wie wir das machen, ob Listen ausgelegt werden, wo wir uns eintragen können. Und an Christian Felber, gibt es hier in der Region bereits Unternehmen oder Dienstleister oder Handwerker, die da schon Erfahrung haben, damit wir nicht bei Null anfangen können, sondern wirklich einsteigen können? Ich denke, das ist die sinnvollste Schlussfrage, weil ich habe den ganzen Teil, wo steht die Bewegung, wie kann ich mich beteiligen? Das wäre der zweite Vortragsteil gewesen. Zu dem kam ich nicht. Ich wäre es im absoluten Zeitraffer, ohne zu hasten, werde ich es machen. Die Bewegung erstreckt sich derzeit von Finnland bis Patagonien, 3 Jahre nach ihrer Geburt. Sie ist erst Ende 2010 entstanden in Wien und wir sind angelegte nationalen Vereine, das ist zum Beispiel die Gründung des spanischen Vereins aus 35 regionalen Gruppen, das ist Argentinien. Das Buch ist in 7 Sprachen übersetzt und in der Bewegung kann man verschiedenste Funktionen erfüllen, sei das die Betreuung und Begleitung der Unternehmen, das ist ein Beratungsnetzwerk, die Bilanzprüfung im Audit, sei das im Redaktionsteam, auch Banken sind schon dabei, oder dass man die Gemeinwohlgemeinde begleitet als Gemeinwohlgemeindeberaterin. Das hier ist die Kurzform der Gemeinwohlgemeinde. Es gibt auch schon die ersten politischen Gemeinden, die ihren Gemeinwohlbericht vorgelegt haben. 4 Gemeinden in Italien und 2 in Spanien. Das sind ein kurzer Blick, das sind die italienischen Pionierunternehmen, die die Bilanz erstellen. Die Pionierunternehmen präsentieren sich auch gemeinsam der Öffentlichkeit, um hier die Idee zu verbreitern, aber auch ihre ersten Erfahrungen zu berichten. Das ist zum Beispiel Bayern. Und Sie können Beispielbilanzen selbstverständlich im Internet anschauen von den Unternehmen. Und die Strategie von uns ist, dass wir in den kleinsten Einheiten der Gesellschaft beginnen. Ja, da gibt es die Möglichkeit für jede Person, hier ein Energiefeld zu gründen. Für jedes Unternehmen kann heute beginnen, die Bilanz zu erstellen. Jede und auch die kleinste Kommune kann zur Gemeinwohlgemeinde werden. Und in den Bildungseinrichtungen könnte das und auch mehr umgesetzt werden. In 2 Wochen wird vermutlich beschlossen, nämlich gebilligt, der erste MBA Gemeinwohlökonomie. Da kann man Betriebswirt der Gemeinwohlökonomie werden an der Universität Salzburg. Und an der Universität Barcelona entsteht ein UNESCO. UNESCO ist die Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Gemeinwohlökonomie in den nächsten 2 Jahren. Also da tut sich auch ganz viel. Und Sie könnten zum Beispiel dem nächstgelegenen Energiefeld, Hannover ist das, glaube ich, das nächstgelegene, 170 Kilometer circa, können Sie einladen, dass bei einem ersten Treffen hier in Kassel jemand aus dem Nachbarenergiefeld berichtet über die ersten Erfahrungen. Und auf der Website, hier ist die Website der Gemeinwohlkomitee, da finden Sie alle Energiefelder und auch einen Leitfaden über 7 Seiten, wie man ein Energiefeld oder Regionalgruppe, das kann man nennen, wie man will, ein 7-seitiger Leitfaden, wie gründen wir eine Regionalgruppe? Und da können dann alle, die ein Interesse haben, können beginnen. Ein ganz einfacher Vorschlag wäre, dass um 21.15 Uhr, wenn die Tore geschlossen werden, dass die das stärkste Interesse jetzt empfinden, vor der Türe stehen bleiben und die Adressen austauschen. Das wäre der einfachste Weg. Und dann kann man den 2. Schritt setzen, indem man sich trifft und den Leitfaden studiert und dann jemanden einlädt fürs nächste Mal. Es muss nicht immer ich sein, es gibt mittlerweile 700 ehrenamtlich Engagierte allein im deutschen Sprachraum und international sind es ungefähr 1.500, die sich bereits engagieren. Ja, jetzt. Wir müssen leider aufhören, ich habe gerade gehört,